So, jetzt haben wir noch was aus der Vergangenheit erfahren. Und wir fliehen jetzt hier vor der guten Polizei. Ziemlich feige. Das war ein falscher Sprung. Schnell weg. Tierland, die werden wir los. Hier ist Officer Murphy. Wir haben zwei Verdächtige. Zu Fuß. Ein Erwachsener, ein Jugendlicher. Wir bleiben, verdammt. Na, erwachsen sieht er aber noch nicht aus, ne? Ich wollte gerade sagen, erwachsen. Ich dachte, der eine sieht aus wie ein Kind, der andere wie ein Jugendlicher, ne? Aber nicht anders. Von wie viel Polizei hier sofort kommt. Ein bisschen unlogisch, dass da sofort so viel Polizei kommt. Steig auf, los, komm! Los, halt dich fest! Weißt du, da kam so viel Polizei und die ganze Zeit, wenn der Leute ermordet, kommt nichts. Wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Was für eine Nacht, hä? Was für eine Nacht. Ja, ohne Helm. Diese alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine, die Frau, die war krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären? Nathan, vorhin in dieser Villa wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das. Ja, das kann sein, weil ihr Kohle hat. Da gebe ich dir recht. Das ist eine gute Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute.
Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Warum glaubt es, Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt? Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, was? Das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake. Oh mein Gott. Und danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker, Abenteurer, hauptsächlich Diebe. Au. Okay, halt mal still. Eine Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber es war schon viel. Ich glaube, wir haben. Was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Oh, na klar. Sally, kommen. Na, Schätzchen. Wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt, wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate, kannst dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Oh, der sieht so alt aus. Brave hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, hey. Und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Nein, es gibt kein Alcazar. Das war alles Blödsinn. Na, warte, du meinst die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann es kaum erwarten. Hör zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine... Danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich es fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Wir wollen also zur Nordseite der Insel. In guten wie in schlechten Tagen.